Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Letzte Folge haben wir hier mit dem Treppenaufgang noch ein paar Probleme gehabt. Ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt anders machen und zwar gehen wir hier nicht wieder gerade zurück, sondern wir machen einmal diesen. Dann ragt das zwar hier so ein bisschen in den Ausguck rein, aber zumindest haben wir keine Probleme mehr mit dem Balken. Und ich überlege fast, dass wir einfach genau denselben Spaß nochmal hier drüben machen. Dann haben wir halt auf beiden Seiten einen Treppenaufgang. Aber dafür ist es symmetrisch. Wir gucken es uns mal an, wenn es fertig ist. Aber ich denke fast, dass das doch eine ganz gute Lösung ist. Ist zwar verschenkter Platz, aber wir haben hier genug Truhen, wir haben hier noch Platz, wir haben oben noch Platz. Und es wird auch nicht das letzte Häuschen sein, was wir hier in der Basis besitzen. Und das Ding noch weg. Und so. Muss man mal gucken, welche. Wir haben hier eigentlich gar keine wegreißen müssen. Das heißt, das Ding steht. Das Ding steht. So können wir uns entscheiden, ob links oder rechts. Sieht eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. Wir kommen hier ordentlich durch. Aber irgendwie wirkt das Ganze nicht symmetrisch. Es würde die rechte Seite weiter vorne stehen als links, aber das täuscht nur. Na gut, aber so passt es doch, oder? Da haben wir zwei Treppenaufgänge. Das Ganze sieht ein bisschen hübscher aus. Ist jetzt die Frage, ob wir hier noch groß Balken oder sowas drunter bauen wollen. Das ein bisschen stabiler aussieht. Wir können es ja erstmal so lassen. Und dann ist das doch ganz cool. Dann haben wir hier endlich mal einen schöneren Aufgang und müssen nicht immer diese komische Leiter hoch. Und ich denke, das gefällt mir so mal um einiges besser. Ja, das lassen wir so. Was ich mit euch auch noch machen möchte, denn ich war natürlich vor der letzten Folge, hatte ich ja gesagt, fleißig und ich habe Edelholz ohne Ende gesammelt. Ich würde ganz gerne mit euch einen besseren Bogen bauen. Der Jägerbogen wird es noch nicht gleich, weil die 20 Eisen sind mir doch noch ein bisschen zu heftig. Aber wir könnten auch einen Edelholzbogen basteln. Und dafür brauchen wir noch 10 Kernholz. Und der ist auch schon mal besser. Also dass wir generell aktuell noch mit dem allerersten Bogen rumrennen, ist eigentlich peinlich. Nee, ich brauchte doch Kernholz. Entschuldigung. Das Falsche eingepackt. So. Dann basteln wir uns nämlich einmal den. Weil unser Bogen macht aktuell Stechen 28. Der Edelholzbogen. Wo ist er denn? Ach, hier oben. Er macht schon mal 32. Das ist schon mal eine Verbesserung. Der Eisenbogen, also Jägerbogen, der macht dann 42. Ist noch mal eine Nummer besser, aber ist mir aktuell nicht die 20 Eisen wert. So, wir gucken uns das Ding mal an. Aber hey, das sieht doch schon mal professioneller aus. Freut mich. Wir können ja mal schauen, ob wir das Ding vielleicht direkt auf Stufe 2 kriegen. Das kriegen wir. Und damit haben wir dann schon 35. Und für Stufe 3 brauchen wir bloß nochmal 10 Kernholz und dann haben wir 38. Na Mensch, da sind wir doch fast bei den 42, die der Jägerbogen gemacht hätte. So, was habe ich gesagt? Kernholz brauchen wir noch und ich glaube, Fell hat man nicht mehr genug. Wo ist das gute Fell? Hier oben. Ach, das hätten wir viel eher mal machen müssen. Aber bis jetzt sind wir eigentlich gut durchgekommen. Das Einzige, was halt langsam so ein bisschen schwierig wird, ist halt das Sumpfgebiet. Und da ist so ein Bogen doch schon viel wert. Ach, cool. Sieht einerseits geiler aus. Wir haben es gleich direkt hochgelevelt. Schön, schön, schön. Das freut mich. Dann lasst uns mal kurz das Inventar wieder leeren. Die blauen Beeren könnten wir eigentlich auch essen. Allerdings brauchen wir die, glaube ich, auch für Tränke. Und was ich noch mit euch basteln möchte, das werden wir jetzt gleich noch machen, damit das hier mal eine vollwertige Basis wird, ist eine kleine Feuerstelle, dass wir hier auch kochen können. Das ist auf jeden Fall schon längst überflüssig.
Dann brauche ich auch nicht immer die alte Basis zurück. Aber super, es gefällt mir sehr gut. Wir haben endlich hier ein kleines Beet. Wir haben die zwei Dinger zum Feinde abwehren. Wir haben Schutzwald drumherum. Wir haben die Schmiede hier drüben. Und wir haben den geileren Bogen. Ich gehe das gleich mal kurz reparieren hier, den Hammer. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, auch nochmal Pfeile hinterher. Weil ich habe irgendwie immer das Glück, keine Pfeile mehr einstecken zu haben, wenn wir angegriffen werden. Und das muss aufhören. Wir müssen definitiv immer befeilt sein. Gut, wir wollen. Wir wollen. Eine Kochstelle bauen. Jetzt ist die Frage, was mit so einem Holzpfahl vielleicht cooler aussehen würde. Haben wir Kernholz gebraucht? Das habe ich jetzt natürlich gerade weggeworfen. Aber wir können ja auch mal was mit den Holzpfählen basteln. Ah, ich dachte, der wäre rund. Achso, ja, hier, Entschuldigung. Und zwar, wir bauen uns das vielleicht einfach mit hier an die Seite. Muss ja nicht riesig werden. Ja, ich überlege, wie weit wir das nach vorne versetzen. Eigentlich lieber so. Und so vielleicht. Hauptsache, wir kriegen hier 3 oder 4 Lagerfeuer drunter. Haben wir keinen Stein für. Und dann können wir mal schauen, kriegen wir denn trotzdem an die Dinger noch das ran? Ist nicht unbedingt so vorhergesehen, ne? Ah, nicht wirklich. Ist halt die Überlegung, weil jetzt einfach ein Dach drauf sieht natürlich äußerst bescheiden aus. Ich glaube, wir machen es vielleicht doch lieber mit den viereckigen Hölzern. Die sehen zwar nicht ganz so cool aus. Aber da können wir zumindest die eckigen Teile anbringen. Dass wir das Ganze in etwa so machen. Warum ist denn das jetzt weggerissen? Es steht doch auf dem Boden. Ah, es steht nicht ganz auf dem Boden. Verdammt. Dann müssen wir erst schnell den setzen und direkt dann das Ding drunter. Ja, geht so. Und dann das Teil noch oben drauf. Und das jetzt trotzdem rot, das verstehe ich nicht ganz. Nee, es ist immer noch nicht auf dem Boden. Wir kriegen es da nicht drunter. Wenn ich das wegreiße, reißt es doch gleich ab, oder? So war es doch gerade eben. Aber jetzt hält es auf einmal. Durch den Querbalken vielleicht. Aber das setzt es leider nicht so drunter. Bloß wenn ich das ohne Rastfunktion mache, aber dann bin ich mir nicht sicher, ob das mit der Statik dann besser wird. Aber ja, doch, sieht so aus. So, na zumindest erstmal so hier. Dann könnte man überlegen, ob wir hier einfach so ein Stück Dach draufsetzen. Was haben wir denn jetzt, die 26 Grad? Wäre mir eigentlich lieb, wenn es nicht ganz so schräg ist. So. Das gleiche nochmal hier drüben. Und das Holz ist schon wieder fast leer. Ich hatte hier einen 5-fach so großen Stapel, aber alleine schon für den ganzen Schutzwall habe ich eine ganze Menge aufgebraucht. Ich glaube, das saß nicht richtig, oder? Nee. So sollte es sein. Ja, und dann reicht das ja erstmal. Wir können mal noch schauen, ob wir mit der Außenecke hier was Cooles basteln können, aber ich glaube eher nicht, ne? Ich dachte mir, vielleicht kriegen wir es hier so komplett rum. 2 Außenecken vielleicht dran. So, und dann nochmal Moment. Irgendwie dreht er sich komisch. Stehen halt auch ganz schön beschissen. Nee, das war nicht der Weg. Eigentlich fand ich es jetzt so ganz cool.
Aber wenn wir das selber auch nochmal hier drüben hinkriegen würden, wäre ich glücklich. Lasst uns mal kurz rausgehen und uns hier noch schnell so eine Treppe hinfeuern, dass wir hier einen etwas besseren Standpunkt kriegen. Aber irgendwie reicht's nicht ganz, ne? Würden das... Nee, so soll es nicht sein. Nee, leider klappt das nicht. Ja gut, okay. Dann reißen wir es wieder weg. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange daran aufhalten. Mal gucken, ob ich das vielleicht später mal noch etwas schöner hinkriege. Aber zumindest haben wir jetzt hier erstmal eine kleine Überdachung. Und können hier ein Lagerfeuer drunter basteln. Wir müssen nur vorher noch schnell Stein holen. Und die Kohle möchte ich mal noch ganz schnell hier rüber packen, weil da hatte ich mir extra eine Kiste gemacht. Das ist tatsächlich von alleine so passiert, also dass das Holz ja vergammelt, wissen wir. Aber ich habe es tatsächlich nicht genau so repariert, sondern es war dann einfach irgendwann genau so da und ich dachte mir, sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Achso, und die Fackeln hatte ich noch angebracht, aber das ist ja nicht der Rede wert. Dann lasst uns hier mal noch eventuell... Jetzt wird es schon wieder ganz schön dunkel. Eins. Zwei. Drei Lagerfeuer drunter basteln. Ah, es ist ein Stück zu weit nach links versetzt. Entschuldigung, wir müssen nochmal... Nochmal rüber. Eins. Zwei. Und 3. Ja, sieht etwas mittiger aus. Dann haben wir nämlich das und jetzt können wir uns noch unsere Feuerstelle drüber basteln und wir können eigentlich ja sogar 3 Stück pro Feuer. Ich würde jetzt mal 2 machen, dass es nicht ganz so überladen ist. So, dann haben wir doch hier eine Grillstation. Das ist doch schon mal ganz cool, dann können wir hier endlich vor allem auch schnell auf einmal durchgrillen. Das Grillen werde ich aber tatsächlich außerhalb von den Videos machen, weil das ist halt hundelangweilig und man muss halt auch die ganze Zeit wirklich daneben stehen bleiben. Wenn man da mal 10 Sekunden zu spät kommt, ist es direkt Kohle geworden. Und das ist halt ziemlich scheiße. Aber hey, das gefällt mir ganz gut. Wir hauen uns jetzt nochmal aufs Öhrchen. Und dann gibt's Möhrchen. Einerseits hätte ich ganz gerne, dass es wieder Tag wird und andererseits ist auch unser Ausgeruht-Skill vorbei. Die Fackel steht irgendwie sehr ungünstig. Aber dann sind wir doch in der letzten Folge und der echt ganz gut vorangekommen, dass man die neue Basis auch endlich mal Basis nennen kann. 15 Minuten, das läuft. Ich würde mit euch jetzt wahrscheinlich einmal in die alte Basis gehen. Ich möchte nochmal ganz kurz hier rausschauen, wie es aussieht. Aber das ist eigentlich ganz schick geworden. Hier haben wir unser Beet, das passt alles sehr schön. Ja, ich glaube, ich werde mit euch mal in die alte Basis machen, dass wir uns schon mal ein paar Möhrchensuppen basteln. Ich hatte jetzt noch... Ne, ich hatte Kernholz einstecken. Und was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch diesen einen geringen Ausdauermet-Trank. Pack den erstmal kurz mit hier weg. Brauchen wir aktuell nicht. Und dann geht's einmal zurück. Wir müssen nämlich Schweine füttern. Und den Fermentierer und Kessel haben wir auch noch drüben stehen. Das müssen wir früher oder später auch mal alles noch in die neue Basis mit hineinbasteln. Ja, als der Angriff war, war auch Wahnsinn. Die Wildschweine sind durchgedreht. Die sind hier wirklich, die sind hier durch das Gehege gerannt. Das war der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die einen Pfeil abgekriegt haben von einem Skelett oder... Ob das einfach generell passiert, sobald Feinde in der Nähe sind. Hier liegt noch ein bisschen Kohle, das ist gut. Ihr seht es nämlich auch hier drin, wir haben mittlerweile über 100 Kohle. Ich habe hier echt alles mögliche an Holz durchgepfeffert, was wir hatten. Wir haben hier überall Möhrchen, die sammeln wir mal noch schnell ein, dass wir das Beet hier erstmal jetzt vorübergehend nur für die Saat nutzen. Und das andere bei unserer Basis... der neuen Basis dann
für die Möhrchen nutzen. So können wir hier die Samen produzieren und bei der anderen die Möhrchen. Aber wir können die trotzdem schon relativ nah aneinander bauen. Ist halt ein bisschen Verschwendung, so wie wir es jetzt in der neuen Basis gebaut haben mit den Holzbalken dazwischen, aber es sieht halt schöner aus. Weil das sieht halt einfach so ein bisschen aus wie hingerotzt. Erfüllt zwar seinen Zweck, aber schön ist es nicht. So, dann können wir die Möhrchen gleich nutzen, um hier wieder Saat reinzubasteln. Dann machen wir das noch schnell. Und dann kümmern wir uns hier mal um die Tore. Dass wir auch hier wieder sicher sind. Stellt euch mal vor, die hätten unsere ganzen Schweine gekillt. Ist mir dann erst eingefallen, als ich gesehen habe, hier im Kampf, dass die Schweine komplett durchdrehen. Hätte ja auch passieren können. Da hätte ich, glaube ich, ein paar Tränchen vergossen. Muss mal dringend was essen, wir haben so wenig Ausdauer. Ah, das klappt so ganz gut mit dem Hin- und Herlaufen und einfach auf die Maus hämmern. So geht's auch einigermaßen schnell. Klar, es dauert ein paar Sekunden, aber... Achso, wir haben keine mehr. Gut. Dann haben wir hier nochmal schön Saat, das passt. Dann können wir mal gucken. Wir haben jetzt natürlich alle Möhrchen verbraucht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe die Möhrchen mit in die neue Basis genommen, wenn ich dumm war. Nee, habe ich nicht. 24 Stück. Und wir brauchen noch Pilze. Davon haben wir 22. Ja, wir haben schon wieder gar nichts mehr zu futtern für die Kleinen. Aber dann würde ich ganz gerne hier mal schauen. Karottensuppe. Weil ganz ehrlich, die hält auch Ewigkeiten. Die macht 60 Ausdauer. Macht halt nur 20 Gesundheit. Ach, drei Karotten brauchst, gar nicht eine. Ja, gut, aber trotzdem. Wir brutzeln uns da jetzt mal ein paar Stück zusammen. Ich sag mal, das in Kombination dann noch mit den Würstchen. Das macht 60 und 40. Dann haben wir echt eine geile Ausdauer und auch gut Gesundheit. Eigentlich eine ziemlich coole Kombination und es kostet halt nicht viel, ne? Das Einzige sind halt die Pilze. Da müssen wir halt immer mal wieder suchen. Aber was möchte man machen? Ich würde eigentlich ganz gerne unsere Schweine füttern. Ah doch, wir haben ja noch Himbeeren. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Ja, die Karottensuppe. Ja, die lassen wir erstmal im Inventar. Ich würde sie dann nochmal mit euch ausprobieren, dass wir mal sehen, wie viel Ausdauer das wirklich bringt. Wir müssen uns definitiv mehr um die Schweinchen kümmern. Gefühlt wird das irgendwie auch nicht mehr mehr hier drin. Nicht mehr mehr. Komm, ich hau euch alle 14 Himbeeren rein. Weiß auch nicht, ob irgendwann... Ob das was mit dem Platz zu tun hat, dass die irgendwann nicht mehr weitermachen mit... der Vermehrung. Oder ob, wenn die doch zu hungrig sind, dass die vielleicht sterben. Oder die kleinen Ferkel zumindest nicht überleben, wenn die zu hungrig sind. Ich weiß es nicht genau, aber gefühlt wird das hier irgendwie nicht mehr. Wir können ja mal schnell durchzählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 da hinten. 13 Schweinchens. Wir gucken mal. In ein, zwei Folgen, ob sich da was getan hat. So, dann brauchen wir hier unbedingt ein Tor. Hier keine Werkbank mehr. Bis wohin geht sie denn? Ah, es ist ganz schön weit weg. Ach stimmt, weil die haben uns hier die Werkbank haben sie geklaut. Die Schweinepriester von Sumpfmonstern. Und zwar können wir das für so schräg bauen? Ah, es reicht nicht vom Platz. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein kleines Stückchen umbasteln. Also die Angriffe werden wirklich häufiger. Anscheinend jetzt in dem Moment, wo man das Sumpfland betritt, denkt sich das Spiel, jetzt wird's hässlich für dich. Ja, es wird ja immer noch zu weit auseinander sein. Das heißt,
Wir müssen jetzt mal hier eins außerhalb vom Raster bauen. Leider geht das nur ein gewisses Stück. So. Da nochmal ein gerades dran, aber ich glaube, jetzt wird es wieder zu nah. Das rastet gar nicht mehr ein, doch. Ah, das wird alles irgendwie ganz schöner Müll. Wir haben 12 Holz für so ein Tor. Haben die eine Meise? Ah, ich glaube, ich habe ja gar kein Holz mehr. Wir machen das trotzdem mal anders. Wir reißen jetzt mal das ab. Haben wir dann wieder genug Holz? Natürlich nicht, wir haben nur 4. Gehen mal ganz schnell noch was sammeln. Dann machen wir das Tor noch und dann ist erstmal Schluss für die Folge. Weil hier liegt ja noch was. Bin mir noch nicht ganz sicher, was wir mit unserem ersten Eisen machen. Also wir können dann definitiv nächste Folge mal den Steinmetz bauen. Das ist eigentlich schon längst überfällig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir uns Ausrüstung machen, weil so eine eiserne Axt wäre cool. Eisenschwert wird vielleicht auch mal Zeit, dass wir ein besseres Schwert kriegen. Oder halt Rüstung, es gibt so viel, aber mit Eisen wird das alles echt schweineteuer, ne? Ihr habt es ja selber gesehen, das kostet alles 20 Eisen. Und da müssen wir jedes Mal in die versunkenen Krypten. Das ist halt echt nicht ohne. Wenn ich das so dran baue. Das so. Dann fehlt immer noch ein kleines Stückchen. Das heißt, wir könnten das Stück einfach ein kleines Stück weiter rausbauen. Das dann so. Fehlt immer noch. Das heißt ja eigentlich, ich müsste es komplett dran bauen. So, und dann diesen. Ja. Ist erstmal okay. Jetzt lasst mal gucken. Haben wir es natürlich wieder falsch rumgebaut. Das heißt, das Tor müssen wir noch einmal drehen. Dann kriegen wir es auch komplett auf und kommen auch mit dem Karren durch. Das war ein Fehler von mir in den ersten Folgen. Naja gut, dann sind wir doch ganz gut vorangekommen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.